Wusch, hier ist der Sebastian Fantastisch. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute gibt es wieder den neuen Daily Vlog, denn ich bin heute wieder unterwegs hier für euch. Wir fahren jetzt in die City, in die Stadt. Wir bremsen dort rein und sind up to date dabei. Natürlich könnt ihr dabei sein, wo wir hinkommen. Das zeige ich euch natürlich auch. Und ich würde mal sagen, ab ins Auto. Wusch, hier ist der Sebastian Fantastisch. Jetzt sind wir im Auto und fahren ab in die City. Wir bremsen durch und machen da viel Spaß. Mal sehen, was wir sehen werden. Ich muss was kaufen. Ich brauche irgendwas. Ich weiß noch nicht, was ich brauche, aber ich brauche irgendwas. Und ihr seid jetzt up to date in diesem Vlog mit dabei. Und ich würde mal sagen, ab geht's, meine Freunde. Freuen uns. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie wir hier fahren. Der hat der Stopp geklappt, oder was? Jetzt sind wir da endlich im Elbepark Dresden angekommen. Es ist ein bisschen dunkel, ja, aber kann ich ja nicht dafür. Aber wir wollen jetzt mal zu Ikea gehen, ein bisschen was einkaufen oder zumindest mal schauen, was wir haben. Ich brauche unbedingt, brauche ich irgendwas? Wir wissen es nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich über was gebraucht hätte in meinem neuen Home-Studio hier bei Basti Fantastis Abendgruß. Und ich nehme euch einfach jetzt mal mit. Ich hoffe, die Autofahrt war euch entspannt, auch wenn er über Gelb gefahren ist, mein Fahrer. Ich hab's auf der Kamera gesehen, gelichtet, geblichtet, geplastet, geblüchtet und gepustet. Und ich würde jetzt mal sagen, ab geht's, wir gehen mal rein, sehen, ob viel los ist heute an diesem Tag. Das Wetter ist ja nicht gerade sehr dolle, aber ich denke mal, da wird schon einiges nicht los sein. Aber erstmal denke ich mal, gehen wir essen, wie ich mitbekomme. Also wir gehen erstmal essen, wenn wir klar. Wer zu Ikea geht, geht erstmal oben ins Restaurant und am Ende des Abschlusses noch ein leckerer Hotdog. Made by Basti Fantastisch, die Ikea Feed Bamsen Hochteil. Also kommt mit hinein zu Ikea. Wow. Stimmung machen, ein bisschen Lichtstimmung, Effekte und sowas. Wenn es mir zu hell ist, machen wir zu. Sehr schön. Gefällt mir vorne. Sehr schön. Eine ganze Schaltklappensammlung über alles Mögliche hier. Oder? Da bämpfen wir durch. Wird er schon bekloppt oder was? We'll be right back.
sind wir wieder. So, jetzt wollen wir einkaufen. Wir waren in Ikea, waren lecker essen, haben ein bisschen was gekauft. Eigentlich das, was ich kaufen wollte, hatten sie heute nicht da gehabt. Das haben sie erst nächste oder übernächste Woche. Und dann wollen wir essen, waren wir kurz im Kauf, im Elbebrock drinne, haben ein bisschen gechoppt, geswaggt, gebämst. Und was ich genau bei Ikea gekauft habe, das seht ihr gleich. Wenn wir zu Hause sind, dann mache ich ein Tutorial, wie ich das Päckel auspacke. Das ist nicht viel, ihr habt schon etwas gesehen, aber wie es genau aussieht, das seht ihr gleich. Also viel Spaß! Stockender Verkehr, Staustufe gelb, nichts geht mehr, stand da an der Ampel, also an der Anzeige und jetzt in der App stand der Stau, aber rot, aber naja, was soll's, jetzt läuft der Verkehr wieder flüssig, ich hoffe mal, es bleibt flüssig laufend und dann würde ich mal sagen, dann seid ihr wieder mit dabei, ich zeige euch gleich mal hier die Fahrt, wie hier gebremst wird, jetzt läuft es flüssig, ist auch komisch, gerade stand im Stau und jetzt läuft es wieder, aber wir fahren mal sehen, wie weit es noch so geht. Aber gleich müssen wir ja eh auf der A17 biegen. Und dann fahren wir durch den Tunnel Köschels und durch den Tunnel Altfranken und durch den Tunnel Stuttgarter Kreuz. Und ach, wir fahren durch alle Tunnels hier. Wir nehmen jetzt alle Tunnels hier mit auf dem ganzen deutschlandweiten Sendegebiet von Basti Fantastis Abendgut. Jetzt habe ich irgendwelche Scheiße gequatscht, aber das macht ja gar nicht. Ihr seid es ja nicht anders gewohnt. So, ich zeige euch jetzt mal den Verkehr. Jetzt stoppt es wieder an wegen den LKW. Typisch die LKWs wieder. Die fahren wieder wie LKW-Fahrer halt sind. Vorsichtig, sachte. Und eigentlich könnten wir mit Schieben, jetzt geht es nämlich ein bisschen berghoch, da könnten wir eigentlich mit Schieben, aber wir lassen mal den LKW-Fahrer in Ruhe, denn er hat einen harten Job vor sich oder gehabt oder vielleicht hat er noch, er muss die Ware pünktlich rausbringen. So, dann zeige ich euch jetzt nochmal den Verkehr und gleich, wenn wir im Homestudio sind, zeige ich euch, was wir Schönes oder was ich Schönes gekauft habe. Also, bis gleich! Im Elbepark und da waren wir auch bei Ikea, ihr habt es ja schon gesehen und da habe ich wieder tolle Sachen gekauft, ne klar. Und was ich gekauft habe, das zeige ich euch jetzt. Das Hauptthema ist Klavier, das zeige ich euch zuletzt. Aber zuerst schauen wir mal in den Beutel, was die Fantasie außer Kühlschrank und Pommes dort noch gegessen hat oder gekauft hat. So, da haben wir natürlich was ganz Leckeres. Die Poli-Dinger. Die schmecken richtig genial, die Dinger. Sind so eine Art Toffee mit Vanillekaramell, mit Schokolade überzogen, sind hart, sind wie Plopfenzieher. Klar, da kannst du dir eine Plopfen rausziehen, aber sau lecker, da aber weißt du, was die nicht. Die kamen 2,70 Euro heute, aber sind natürlich zwei Tüten gegönnt. Zwei Tüten, wow! Ja, zwei Tüten und da sind 400 Gramm, also 800 Gramm Toffee für mich, weißt du, was das hier. Ja, das kann man mal so abgrüßen, was ich hinten reinwerfen, ja. So, dann habe ich natürlich, was darf man, wenn man zu Ikea geht, nicht fehlen. Eine original Ikea Duftkerze, hier ist sie, Brombeere, Brombeergeruch brennt ca. 25 Stunden und das gibt in der Raum im Studio einen Duft, der duftet so duftig wie eine duftige Duftnote. Da kommt wieder ein, da vorne mit Duft, Duft, Eisenbahn, wow, Duft, Duft, Eisenbahn, wow. So,
Die habe ich mir gekauft und gleich passend dazu hat sich der Basti Fantastic natürlich auch noch gekauft. Ein schönen Ständer, also lieber Ständer, einen schönen schwarzen Ständer, das ist für die Duftkerze. Die kann man dann hier reinstellen. Ja, ich zeige es euch mal, ich habe ja schon eine hier, eine alte. Die stellen wir jetzt rein. Haben natürlich Feuer. So, wenn das mal brennt. So, und jetzt habe ich hier Romantik pur in meiner wunderschönen Wohnung. Sieht sehr schön aus. Sehr, sehr schön hier im Filmstudio. So, und jetzt kommt Highlight. Das Highlight aller Highlighter. Highlight! Wow! Ja, Basti Fantastic hat sich ein Kissen gekauft zum Rumknütteln, Rumbubbeln oder Rumschnubbeln und Bumbubbeln, Dummel, 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 Dummel. Aber das Beste ist, haltet euch fest, bei Ikea ganz neu, man kann da Sachen reinstecken lassen. Und was hat der Basti Fantastic gemacht? Natürlich hat sich was reinstecken lassen. Na klar, ganz nette Leute. Geht auf jeden Fall mal bei Ikea in der Textilabteilung hin. Sind ganz nett, sehr kompetent, helfen gerne und dauert circa eine Viertelstunde. Schon hat man sein eigenes Kissen, ob Bademantel, Kissen, Handtuch oder was man sticken lassen will. Gegen einen kleinen Aufpreis natürlich, aber sensationell. Und der Basti Fantastic hat sich gemacht ein Trommelwirbel, ein Basti Fantastic Abendkuss TV-Kissen. Wow! Ja, das ist mein Knüttelkissen. Und mit diesem Knüttelkissen kann man jetzt abends knütteln. Und ihr seht ja auch, wenn ich abends dann mal sende, seht ihr natürlich auch, wenn ich sende, das Kissen irgendwo im Hintergrund bei Basti Fantastic DD. Einfach mal hier auf YouTube ein Abo dalassen. Das wäre ganz nice. Auch wenn euch jetzt das Video auch noch gefallen hat, auch einen Daumen nach da lassen. Teilt das Video oder schaut mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Auch Basti Fantastic DD. Und wenn ihr auch gerne zu Ikea geht, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Das schaue ich mal an. Vielleicht können wir auch mal zusammen zu Ikea gehen mit dem Basti Fantastic bummeln, schnubbeln, trummeln, bummeln, bummeln. Ja, und damit verabschiede ich mich ganz lieb von euch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Kann ich auch damit gut leben. Aber ja, dann sehen wir uns im nächsten Basti Fantastic Daily Vlog wieder. Ja, da wäre ich.